Mich das jetzt schon wieder nervt hier. Ernsthaft, das nervt wirklich gerade. So, Moment, ich muss mal meinen Fernseher einen Teletext anschalten. Genau, damit ich immer weiß, wie spät es ist. So. Weil so kann ich mir das nicht leisten. Es ist zum Kotzen. So, okay. Wir überspringen mal. Denn das hatten wir ja alles schon. So, ich mache trotzdem nochmal wieder ein Süppchen. Ich weiß, ich war zeitweise wirklich sehr schlecht. Von daher ist das nur gerechtfertigt, wenn ich das nochmal machen muss. Zeitweise war ich wirklich übelst schlecht. Gerade wenn es um die Schauspieler hier ging, das... Halt, Maus, ich hab dich gesehen. Oder beziehungsweise gehört. Ich habe dieses Müsketier gehört. Die erste. Die erste haben wir schon mal geschafft. Juhu. Und wir leben noch. So. Dann kommst du. Dann du. Und dann du. Ich muss da bloß ein bisschen mehr System reinbringen, dann funktioniert das auch. Ich bin zu alt für all das. Ich glaube, sie könnten doch zu unserem Sohn passen. Okay, das mit dem ersten war relativ knapp. Relativ. Aber ich finde, das war noch vertretbar. Ich muss halt nur zu sehen, dass wenn die Wünsche reinkommen, ich halt alles andere weg habe. Ja, ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da. So, hier einmal putzen, einmal abkassieren. Als Regieassistentin machen wir einfach auch alles. Warum braucht man zum Schnittschrein deutlich länger als zum Tischputzen? Finde ich ja auch faszinierend. Okay, dann,
jetzt schon wieder ein, was ich eigentlich gar nicht brauche, aber... Wie viele war das jetzt? Ich habe nicht aufgepasst. Ich hab passt da gerade, als es bin. Das wird wieder nix. Wieso wird das immer nix? Was ist denn los hier? Bin ich zu müde oder was ist los? Ich weiß es gerade auch nicht. Irgendwie. Ich wäre ganz froh, wie ich das da oben überspringen könnte. Aber ich bin zwar ein kleines Stück weiter, aber mir fehlt immer noch 120. Versuch's nochmal, aber diesmal alleine, das müsst ihr euch jetzt nicht 20 Mal antun. So, ich dachte, jetzt schalte ich mal wieder rein. In der Hoffnung, dass ich es in den letzten Metern jetzt nicht noch komplett versaue. Sollte eigentlich schwer möglich sein, aber man weiß ja nie. Danke, ich habe endlich. Ja, es ist sehr unfassbar. Hallo. Danke. So, jetzt will ich hier aber eben in den Laden, weil ich will das kaufen. So, jetzt muss ich tatsächlich kurz was spielen, aber jetzt zurück zur Karte. Ja. So. Wo kommen wir jetzt an? Ich habe keine Ahnung. Lass uns überraschen. Sammle Geldmittel von Investoren und erhalte 500. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Geld habe ich nicht. Von daher. Sieht ja sehr hübsch aus. Wohnort. Ach, da wohnt er, oder wie? Kopf hoch, Maggie. Was sagst du so? Nun, wie gefällt dir mein bescheidenes Heim? Ich wollte dir das schon immer zeigen. Ja, ehrlich gesagt. Ich weiß. Sei nicht so niedergeschlagen. Ich habe uns in dieses Schlamassel geführt. Ich hole uns da auch wieder raus. Wie ich schon sagte, ich habe einen Plan. Und wie genau sieht dieser Plan aus? Wir müssen lediglich ein paar Investoren von außerhalb suchen. Und das ist meine Spezialität. Ja, die Leute haben ihre Jobs verloren. Was ist mit ihnen? Keine Sorge. Wenn wir genügend Geld zusammenbekommen, um diese Sache zu finanzieren, stellen wir einfach alle wieder ein. Schau, mir ist klar, dass ich mich mit Finanzen nicht sonderlich gut auskenne. Aber ich kann gut reden. Aber ich brauche deine Hilfe. Bist du dabei? Dann mal los. Ausgezeichnet. Dann fangen wir gleich heute an. Ich muss noch immer jemanden suchen, der sich hier um alles kümmert. Würdest du dir etwas ausmachen, wenn du in der Zwischenzeit dafür sorgst, dass die Leute erhalten, was sie brauchen? Es ist nur für kurze Zeit. Ich habe andere Pläne für dich. Hast du vielleicht 20 Dollar, die du mir leihen könntest? Ich schulde dem Pizzaboten noch Geld.
Der Typ. Ach, der ist voll auf dicken Macker und jetzt, die sehen auch schon ganz anders aus. Allein die Kasse. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich bis jetzt so gut mache. Aber ich gebe mir Mühe. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich verbasel das, weil hier voll viel Zeit vergeht und so und irgendwie nicht so richtig viel Geld reinkommt. Außerdem denke ich, das ist bei ihm zu Hause. Warum sollen wir da jetzt seine Freunde bekochen oder was machen wir da eigentlich die ganze Zeit? Ich steige da noch nicht so ganz durch. Ende, Alter, und ich habe kaum was zusammen hier, ne? Ohne Scheiß, guckt euch das mal an. So, bis die letzte dazu kommt, das, Alter. Alter, auf den letzten, auf den letzten. Oh mein Gott. Das wird schwierig, fürchte ich. Wow, was für ein schönes Zuhause. Ja. Kein Wunder, dass die Firma kein Geld mehr hat. Also gut, was sind das für tolle Neuigkeiten, über die du am Telefon nicht sprechen konntest? Die Genialität der Liebe wird doch fortgeführt. Meinst du das ernst? Wie? Er Junior meinte, wir können uns das Geld dafür von Investoren geben lassen. Er will sogar, dass ich ihm helfe. Damit begeben wir uns auf völlig neues Terrain. Und wir werden einige Opfer bringen müssen. Aber es wird sich lohnen. Du bist unglaublich, weißt du das? No. Ich wusste doch, dass er baggert. Ja, ich war voll süß. Ach so, was steht meine Romantikseele ja doch so ein bisschen, ne? Das habe ich jetzt gebraucht. Das hat mein leidendes Herz jetzt echt gebraucht gerade. 700. Okay, das mache ich jetzt mal als erstes. Wir werden einige Partys veranstalten. Bei der ersten handelt es sich um eine Wohltätigkeitsgala, mit der wir etwas Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Glamouröse Berühmtheiten geben sich gerne großzügig und mildtätig.
Einige der Partys werden wichtiger sein als andere. Aber die letzte wird der absolute Höhepunkt. Wir werden dann die ganzen VIPs mit ihren Spendierhosen erscheinen. Okay, da. Das klingt alles ziemlich teuer und wir sind pleite, falls du dich daran erinnerst. Egal, in dieser Stadt gilt noch immer das Motto, so tun als ob. Außerdem, es geht um Wohltätigkeit, denk dran. Wir werden die Kosten für die Party problemlos wieder reinbekommen. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Du brauchst ein Umstyling. Entschuldigung? Du weißt schon, irgendwas mit deinen Haaren, deine Kleider, etwas Frisches muss her. Die Investoren werden schließlich hauptsächlich zum männlichen Geschlecht gehören. Ich werde es mir überlegen. Ausgezeichnet, danke, du bist die Beste. Ding dong! Und dann verlieben sich alle in sie. Das wird der Pizzatyp sein. Wird es dir etwas ausmachen? Ich bin gerade etwas klamm. Alter, als wenn es ihr so viel besser geht als dir, du Proll. Was? Was ist das denn jetzt überhaupt? Achso. Das ist auch Schokolade, ne? Das sieht irgendwie komisch aus. Okay, ich versuche ja, mich dran zu halten. Halt! Ach Gott, scheiße. Ja, ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da. Ich bin doch schon da, 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 ich bin doch schon da. Okay, ich habe gerade nichts lesen können. Ich bin gerade voll... Oh Gott. Ich hasse es jetzt schon. Ich bin gleich da, oh Gott. Ich verbasel das alles. Ich verbasel das alles so dermaßen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich bin noch nicht mal beim zweiten Stern. Oh Gott, das wird nix. Warum ist das hier so anstrengend? Du wirst jetzt noch einen Augenblick auf die letzte warten, obwohl mich das auch nicht mehr rausreißt, denn... Oh Gott. Was ist das für ein Spiel? Ich bin krank. Hey Vicky, ich glaube, ich muss dich um einen Gefallen bitten.
Es klingt vielleicht nicht komisch, aber ich hätte gern, dass du mich zurecht machst. Lach nicht. Es geht darum, den Film zu retten. Wirklich? Oh, vielen Dank. Ja, ich werde dir alles erklären. Hey, woran arbeitest du? Ach, nichts. Naja, nicht wirklich. Nur ein paar endgültige Änderungen an meinem Drehbuch. Ich wusste nicht, dass du schreibst. Nur ab und an. Es ist eher ein Hobby. Kann ich es lesen? Klar, ich meine, wenn du willst. Natürlich, ich werde dir auch ein paar Tipps geben. Das wäre toll. Kann ich mich dafür revanchieren? Oh je, da wird aber jemand eifersüchtig. Da ist jemand aber eifersüchtig.